Dimitar Ranglauf, wir sehen Sie wieder mit Energiewappen auf der Brust. Wie fühlt sich das an für Sie? Das ist ein richtig schönes Gefühl, wieder hier zu sein, mit super toller Truppe mitzutrainieren zu dürfen. Ich fühle mich richtig gut. Ich hoffe, dass ich mal wie schnell es möglich wieder auf Top-Level sein werde. Und ja, wie gesagt, ich fühle mich richtig, richtig gut, wieder zu Hause zu sein. Sie sind auf eigenen Wunsch hier zum Training gekommen, haben mit dem Trainer das ausgemacht. Warum wollen Sie wieder zurück? Weil ich mich richtig gut hier fühle. So wie gesagt, meine Frau kommt aus hier, meine Kinder sind hier. Ich fühle mich richtig gut und ja, mein Ziel ist nicht unbedingt mal wieder hier zu sein. Wenn das möglich wäre, es wäre schön natürlich. Aber wie gesagt, ich will mal erstmal topfit sein und dann schauen wir nach. Für uns ist jetzt so ein bisschen die Frage als Außenstehende, wie fit sind Sie und können Sie Energie Cottbus in der dritten Liga noch helfen? Ja, das kann ich nicht beantworten. Das ist eine schwierige Frage. Ich fühle mich gut. Ich fühle mich immer noch gut. Gesundlich bin ich okay. Und wie gesagt, wenn ich mal weiter mit der Mannschaft machen kann, dann, ich glaube, ganz schnell werde ich wieder topfit. Es ist so ein kleiner Traum, nochmal im Stadion der Freundschaft Fußball zu spielen? Ja, ja, kann man sagen. Ich habe letzte paar Spiele beobachtet von draußen und das war ein super Gefühl. Aber es ist nicht vergleichbar mit dem, was man drin auf dem Platz so fühlen kann. Woran wird es am Ende hängen? Wird es auch ums Geld gehen, um den Vertrag gehen? Nein, glaube ich nicht. Wenn wir zum Gespräch kommen, dann werden wir mal schon eine Lösung finden. Vielen Dank. Danke.